vor allem zwei von diesen riesen Panzerleuten. Und so ein Vollidiot mit Schild. Sogar zwei Vollidioten mit Schildern, wow. Jetzt haben wir auch noch so einen Vollidioten Bewaffneten. Könnte auf jeden Fall zu Problemen führen, wenn die bewaffnet sind. Geh drauf, bitte. Na, also weg mit dem. Und du nimmst auch keine Waffe auf. Weg und weg und weg. Und der letzte. Na, warte. So. Ciao. Ich habe jemanden was vom Eiswürfel reden hören. Laura ist in Sicherheit. Ich sollte Freeze schnellstmöglich Bescheid geben. Und da haben wir auch den wahren Aufenthaltsort von Nora Freeze. Ich habe die Mission also geschafft. Wie gesagt, wir wollen nicht 100% der Mission machen, aber alle, die uns auf unserem Weg möglich sind. Deswegen möchte ich auch gerne Das und Deadshot noch erledigen. Gefrorener Köder. Ach, gefrorener Köder, okay. Das ist kein eigenes Wort, das R. Das ergibt natürlich Sinn. Alles Ziel erfolgreich bekämpft. Todesstand ist Sektor 1 bei über 100. Dann gehen wir noch zu Bane, denn seine Aufgabe haben wir auch. Rakete hat Ziel erfasst. Gebäude getroffen. Also Bane. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wie sieht's mit deinem aus? Warum hört sich in der Kampfmusik an? Bane. Ich habe die Behälter zerstört, Bane. Gut. Auf den Boden, Gefangener! Los! Hilf mir, Batman! Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Marionetten das Titan stehlen! Okay, wir kämpfen mit Bane zusammen. Das ist auch cool. Aber was heißt das Titan stehlen? Ich dachte, er wollte es vernichten. Jetzt haben wir es aber gleich mal, oder? Wenn Batman uns nicht auch immer. Batman sagt, wenn Bane uns nicht immer rammen würde, würde das Ganze auch noch ein bisschen einfacher laufen hier. Danke, Bane. Weg mit dir. Und weg mit dir und da hinten ist dann noch der letzte. Ciao. Wie gesagt, ich habe meine vernichtet. Ich nehme an, du hast das auch getan. Ja, das könnte man sagen. Titan ist zu mächtig, um meinen Gegnern in die Hände zu fallen. Ich brauche es für mich. Jetzt sei so nett und stirb! Ah! Nein!
Ich wusste, dass man dir nicht trauen kann, Bane. Daher habe ich dich benutzt. Was? Ganz einfach. Du hast das restliche Titan gefunden. Jetzt kann ich es zerstören. Halt! Ja, dann sind da die restlichen 6 Fässer. Die eine Hälfte. Und die andere Hälfte. Bane ausgeschaltet, Fallakte abgeschlossen. Tja, Bane, tut mir leid. Hab dich gewarnt, Bane. Befrei mich! Nein, du kommst irgendwann frei. Mir fehlt die Zeit, auch noch gegen dich zu kämpfen. Nein! Sorry. Draußen wird zwar gerade die ganze Stadt bombardiert und kaputt gemacht, aber ich denke mal, das wird dich nicht aufhalten, Bane. Denn nichts hält dich auf. Außer Batman. Er könnte es. Aber er tut es nicht. Aus moralischen Gründen. Aus denselben Gründen, weshalb Joker und Co. immer noch die Unwesen treiben können. Aber auch aus denselben Gründen, warum man einen Polizeioffiziere wie zum Beispiel auch Gordon helfen können oder überhaupt helfen wollen. Denn wir sind selber kein Mörder. Lärmabtastungen des Bereiches zeigen 15, korrigiere 17 Tote. Wenn wir den Hubschrauber da oben haben. Ziele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Das klingt so, als wäre das was Gutes. Immer noch nicht das Richtige. Kann nicht wahr sein, irgendwo muss es doch sein. Das war ein heftiger Raketenstart. Immer noch nicht der Richtige. Es kann nicht wahr sein. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Wo ist der verkackte Hubschrauber? Mit dem Hauptsteuerungsding an sich. Vorne ist nur einer. Ich will vermutlich noch nicht gescannt haben. Hier sind sogar 2 direkt nebeneinander. Machen wir den hier an. Mehrere Insassen gefallen. Da ist er doch sogar. Hol den Sender. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Ich habe den Code. Begebe mich zum Wonder Tower. Gut, du tust das Richtige. Mit dem Code dürftest du durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Wenn Talia etwas zustößt, sag Alfred, dass es seine Schuld war. Ich schaffe den Zugang zum Wonder Tower. Werde ich tun. Wir sind doch schon auf dem Weg. Moment, was haben wir hier noch? Ach, wir müssen Mr. Freeze noch... Oh, da hätten wir natürlich machen können. Das wäre eben voll dran vorbeigefahren. Geflogen, wie auch immer. Ich glaube, wir machen das nochmal kurz. Ich war mir nämlich nicht sicher, inwiefern wir noch viele Nebenaufgaben nachher machen können. Was war das hier? Ach, ich glaube, hier haben wir gestartet. Haben wir da nicht Batmans Outfit am Anfang bekommen? Ja, haben wir sogar. Ich glaube, wir werden jetzt durch das Tor gehen sollen. Oder gehen müssen, durch das wir am Anfang reingekommen sind. Nach Arkham City. Um zum Wonder Tower zu kommen. Der Wonder Tower, das große Gebilde in der Mitte von Arkham City. Was allerdings von so hohen und Sicherheitsmauern umgeben wird, dass kein Insasse da reinkam. Bislang wollte da vielleicht auch noch keiner reinkommen, da man ja selbst mit Waffen versorgt wurde. Wie wir bei Joker und Co. mitbekommen haben. Aber wir kennen jetzt ja Stranges wahren Plan. Aber was ihm das bringt, das wissen wir leider noch nicht. Aber Psychopathen... Es sind ja selten irgendwelche Ziele dahinter. Stecken hier selten irgendwelche nachvollziehbaren Ziele dahinter vor allem. Und
mehrere Ziele neutralisiert. Also, Freeze. Wir haben Nora gefunden. Könnte dich also interessieren, was wir von dir wollen. Moment, hier kommen wir ja gar nicht mehr rein. Wie können wir denn dann rein? Hintenrum, ne? Ah, hier verbessern wir Catwoman nochmal kurz. Was sagt jetzt? Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Gut. Wie sind wir rausgekommen? Da sind wir doch hier hinten, wo wir dann Wiki Wales Absturz beobachten konnten. Ja. Hä? Oder auch nicht. Insassen wurden neutralisiert. Oder war das hier noch eine tiefer? Ah, da war das. Okay. Dann Freeze. Wie gesagt, wir wissen, wo Nora ist. Und können wir zumindest diese Fallakte dann auch abschließen. Freeze. Hallo? Freeze? Ach da. Erstmal dran vorbeirennen. Da hinten ist er noch. Immer noch am Regenerieren, oder was? Ich habe sie. Sie ist in Sicherheit. Nora, wo ist sie? Sie war in Lagerhaus 5B im Falcone-Frachtlager eingesperrt. Sie ist in Sicherheit, Falcone. Victor. Du kannst zu ihr gehen. Danke, Batman. Ich hab dir misstraut. Tut mir leid. Ernsthaft, Falcone? Falcone, das müssten aber die Übersetzer auch wissen. Oh mein Gott. Ernsthaft, im Falcone-Lagerhaus? Wie jämmerlich ist das denn bitte? Ein weiterer Grund, wo ich mir wünschen würde, dass wir die englische Synchronisation hier haben, aber naja. Für Let's Play mache ich natürlich gerne deutsche Synchronisation, aber ich glaube, solche Patzer passieren halt auch nur, wenn das Ding innerhalb kürzester Zeit in viele Sprachen übersetzt werden muss. Man sollte normalerweise mit ein bisschen Nachdenken auch von selber drauf kommen, dass es nicht Falcone heißen soll. Aber egal. So, Deadshot-Opfer haben wir nicht. Telefonanruf haben wir momentan auch nicht. Heißt Wonder Tower. Das ist unser Ziel. Wenn ich das richtig im Kopf habe, brauchen wir noch 3 Telefonanrufe ungefähr. Und ein Deadshot-Opfer, um die Fälle zu lösen. Außerdem haben wir überall noch diesen komischen Typen, den wir aufspüren sollen. Alle Ziele bekämpft. Ich wiederhole. Mehrere Treffer. Wo ich bislang echt nicht darauf geachtet habe, dass der hier irgendwo sein könnte. Ich weiß aber, dass der hier überall mal random auf Dächern rumstehen kann. Meistens auf erhöhten Positionen. Deswegen begeben wir uns jetzt mal ein bisschen in dieser Sicht um die Häuser. Um ihn eventuell irgendwo stehen zu sehen. Todeszahlen in Sektor 3 sehr hoch. Kehren zur Basis zurück. Hey Gott, alle Nebenquest-Fälle werden wir eh nicht lösen können. Riddler ist ein Beispiel, was wir definitiv nicht lösen. Die anderen werde ich versuchen. Aber es ist kein 100% Run hier, wie bei Arkham Origins damals. Bin ich eigentlich mittlerweile dran vorbei, dadurch, dass ich hier diesen Detective-Mode die ganze Zeit anhatte. Habe ich unsere Markierung gar nicht mehr gesehen, aber da scheinen wir richtig zu sein.
Wurden bekämpft. Scharfschützen. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Lass die Viecher rein, bitte. Mehrere Insassen gefallen. Wir haben jetzt die Codes aus dem Helikopter. Dadurch können wir jetzt auch die roten Schlösser hacken und das Passwort Schlaukopf rausbekommen. Dann lasst mich mal rein zum Wonder Tower, Jungs. Ich schätze nach unten. Vielleicht nicht ganz so weit nach unten. Vielleicht reicht eine Etage. Wir sind ja schon eine Etage. Dann klettern wir mal hoch. Da. Du musst das nicht tun! Die drei entflohenen neuen Insassen. Sie befanden sich auf dem Weg zum unterirdischen Tunnel. Diese Tigerwachen haben Betäubungsstöcke. Um mich zu schützen, muss ich sie von hinten angreifen. Wir sagen Bescheid, wenn wir soweit sind und ihr sie runter in den Tötungsbereich schicken könnt. Bestätigt, Zentrale. Okay. Von hinten angreifen, immer eine gute Sache. Aber die Betäubungsstöcke, die könnten auch zum Problem werden. Und ich weiß, dass du deines Lebens nicht mehr froh werden würdest, wenn du diesen armen Mann auf dem Gewissen hättest. Ich habe eine Frage. Vor meiner Ankunft war diese Stadt dabei, im Dreck unterzugehen. Hast du je in Erwägung gezogen, daran schuld sein könntest? Deine Gegenwart hat diese Tiere erschaffen. Sie vermehren sich wie Bakterien. Du hast ein Umfeld erzeugt, in dem die Bakterien mutieren und stärker werden konnten. Nehmen wir nur mal Joker. Würde er ohne dich überhaupt existieren? Ist sicher deprimierend. Du hast so viel geopfert und bist doch an allem schuld. Oh, das ist fabelhaft. Endlich haben wir den großen Batman besiegt. Schon bald werde ich einen rechtmäßigen Platz an der Seite meines Meisters einnehmen. Wir werden die Welt beherrschen. Vielen Dank, Batman, für all deine Hilfe. Und jetzt tötet ihn. An der Seite deines Herrschers? Von was redet er? Von was zum Teufel redet er da? Verdammt, das ist so ein Typ mit so einem Scheißstock. Weg mit dem Schild und dann alle angreifen, nur den Typen mit dem Drecksstock nicht. Bloß nicht die Waffen aufheben, Leute. Die Waffe aufgehoben. Finde ich nicht so gut. Oh, oh. Ich schlage einen dritten Treffer erneut zu, um weitere kritische Treffer zu erzielen. Das ist eine gute Sache. Weg! Weg mit der Waffe. Und weg mit dem Scheißstock! Oh, das war eine unangenehme Stelle. Hast du das gesehen? Er hat sie alle ausgeschaltet. Das ist zwecklos, Dark Knight. Das Unvermeidliche lässt sich nicht stoppen. Ich werde es fördern. Feuer und Schwefel auf diese Tiere regnen lassen.
Ach, Hugo Strange. Solltest du nicht mittlerweile wissen, dass das keinen Zweck hat, gegen uns zu spielen? Ich glaube, wir sind irgendwie falsch. Oder? Wahrscheinlich soll ich mit euch vorher was machen. Ja. Entschuldigung, wir hätten das nicht tun sollen, aber hier herrscht Chaos. Strange bringt alle um, die er hier reingeschickt hat. Er nennt es Protokoll 10. Was sollen wir jetzt machen? Warten Sie hier. Ich kümmere mich um Strange. Was meinte er mit Meister? Das ist meine größte Frage eigentlich. Ach, das war nur wegen der Riddler-Trophäe. Objekt verdeckt. An so einem Ort darf man nicht zu Sitzfleisch strapazieren. Eines von den Laboren von Strange oder was ist das hier? Keine Ahnung. Da sind die ganzen Typen hergekommen. Vielleicht kommen wir da irgendwie durch. Eingestürzte Straßen. Jetzt sind wir wieder hier unten. Moment. Ich habe irgendwas gefühlt, wenn ich hier nicht richtig bin. Doch, ich bin hier richtig. Oh mein Gott, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir waren schon mal beim Wonder Tower. Aber damals waren wir unter dem Wonder Tower. Nämlich an genau der Stelle, wo ich nicht weiterkam. Wo ich dachte, da wäre Sackgasse. Obwohl da gar keine war. Wo müssen wir jetzt ungefähr hin? Da und dann nach rechts. Da war ich in der Richtung schon gar nicht mal so falsch. Versuch ich's. Verdammt! Ja, wow. Nochmal, bitte? Nochmal darüber. Scheint der Weg jetzt gar nicht so falsch zu sein. Da können wir dran langhangeln. Ja, wow, damit kommen wir nur zu der Riddler-Trophäe. Ansonsten? Was soll ich hier? Wozu ist das da? Um hier einen Knopf zu drücken. Und der Knopf bringt mir was? Auf jeden Fall nichts von Belang. Ich muss hier irgendwie weg. Hier bin ich auf jeden Fall nicht richtig. Das habe ich jetzt schon soweit verstanden. Aber wo es für mich jetzt weitergeht, weiß ich ja noch nicht. Wenn ich jetzt so mache und dann stattdessen in die Richtung gehe, dann ist hier Sackgasse und ich werde sterben. Okay, gut zu wissen. Hätten wir das auch geklärt. Oh Mann, wie geht's denn hier weiter? Kotzen könnte ich an solchen Stellen. Ich muss hier nach... in die Richtung und dann nach links. Offiziell, laut Map, bin ich hier richtig. Aber da musste ich hier... Ach, das war der Boden, den ich aufspringen musste. Ah. Ich war an dieser Stelle schon mal, aber damals stand ich im Raum unter uns. Genau an dieser Stelle stand ich damals. Oder? Nee, ich glaube, ich stand hier und... Nee, da hätte ich doch die Trophäe mitgenommen. Oder hat er es damals hier gespeichert, dass ich die Trophäe mitgenommen habe? Ich war auf jeden Fall hier schon mal bei Fiona Wilson. Ich sagte, ich würde zurückkommen. Hat ganz schön gedauert. Zuerst herrschte völliges Chaos. Dann kamen Jokers Männer her und haben ein Lager errichtet. Ich habe mich versteckt, so wie du es gesagt hattest, aber... Was ist passiert? Da waren Wachen. Du weißt schon, die Typen, die für Strange arbeiten. Sie kamen her und haben angefangen, jeden umzubringen. Es war ein Blutbad.
Anscheinend versucht Strange, seine Spuren zu verwischen. Sie scheinen sich gut zu verstecken, Doktor. Weiter so. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich um die Wachen im Raum. Wir sind hier nämlich tatsächlich genau unterhalb des Wonder Towers. In Old Gotham. Das war der letzte. Bereich gesichert. Tiger 43 an Turm. Der Raum ist gesichert. Alle neuen Insassen wurden neutralisiert. Sehr gut. Protokoll 10 macht große Fortschritte. Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City innerhalb der nächsten 3 Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Damit wir Strange niemals durchkommen. Ich meine, er hat doch sein komplettes Vertrauen verspielt, indem Arkham City durchgefallen ist quasi, ne? Arkham City ist doch ein Fehlschlag, dass er Protokoll 10 auslösen muss. Dadurch, dass er Protokoll 10 auslösen muss, ist das doch ein Fehlschlag quasi. Wie kann er denn dann noch jemanden überzeugen, dass das noch jemand für ihn macht? Und dass er noch so ein Lager errichten darf? Doch keiner zulassen. Zielperson verschwunden. So und so. Monate des Trainings. Wie gesagt, wir waren hier schon mal. Und aus dem Grund, warum wir damals nicht dahin konnten, wo wir jetzt hinkommen, nämlich zum Wonder Tower, wo wir direkt darunter stehen, war, dass wir hier damals nicht hacken konnten. Das ist jetzt möglich, denn jetzt haben wir die Tiger Codes. Damit können wir mit dem Fahrstuhl hoch. Liebesfähig. Das ist doch irgendwie falsch. Liebesuralt. Liebesvirus. Alter, Controller, beruhig dich. Das einzige Wort, was ich finde, ist Liebs. Liebsuralt. Liebsvirus. Liebschaft. Ah. Hört sich besser an. Stufenaufstieg, den machen wir nochmal kurz. Kriegt Batwoman auch noch ihre Verbesserung hier drin. Wunderbar. Dann erklimmen wir mal den Wonder Tower. Oder vielleicht sollten wir auch einfach fahren. Medikation. Wir sind im Wonder Tower.